Ein wunderschönen guten yes. Mittag haben wir es. Ja, mir geht's sehr gut. Ich sitze hier hinten im Off und ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen und habe euer Spiel gerade von hier hinten auf dem Bildschirm verfolgt und da kommt da echt Nostalgie hoch. Also, ja. War es denn so erbärmlich, Niklas, oder ging es noch einigermaßen? Ach, das war überhaupt nicht erbärmlich. Du wusstest zumindest, dass du einen Helden bauen musst und Footman bauen musst und wusstest, dass man expandieren muss. Also, um ehrlich zu sein, vieles wusste ich jetzt auch nicht mehr. Und das kam genauso wie bei Dennis, kam mir das Ganze beim Spielen wieder ins Gedächtnis. Denn ich habe lange Zeit selber auf Warcraft 3 gespielt. Zwar nicht auf professionellem Niveau, aber immer mal so mehr oder weniger semi-pro. Ja. Und ja, es macht auf jeden Fall Laune, das Spiel mal wieder seit langer Zeit zu sehen. Und jetzt bin ich gespannt, weil wir starten jetzt einfach mal ein Tour und Tour. Weißt du noch, wie es geht? Ich weiß. Also privates Spiel, ich habe mir das gerade angeschaut, ein privates Spiel habe ich sofort hingekommen, aber wir müssten theoretisch in ein Spiel reingehen, also wo jemand schon Team gehostet hat. Ja. Wollte ich lieber noch ein One-on-One spielen? Ich habe mich so gefreut, eins zu casten zu können. Du kannst auch ein Tour und Tour casten, oder nicht? Du kannst auch alles casten. Ja, da sehe ich ja nicht, was der Gegner macht. Das stimmt natürlich, ja. Oh, Kartentyp. Aber, nee, ein One-on-One ist zu langweilig, Niklas. Ich glaube, das wird nicht klappen. Ich hatte mir gerade so viele Floskeln Also wenn wir es schaffen, ein 2 gegen 2 zu finden, denn erstmal Kartenersteller. Meint ihr, da spielt überhaupt noch jemand in diesem alten Battle.net Warcraft 3? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, Kartengröße, Nahkampf. Stimmt schon, ey. Stimmt, es kann einfach sein, dass einfach keiner mehr da ist. Also, was sonst machen wir ein One-on-One. Ich sehe hier ganz viele Maps, aber es sind alles so Fun-Maps. Footman Frenzy, Battleships, auch gut, ja. Tower Defense. Ja, also was ist hier tatsächlich noch relativ viel Auswahl gerade. Ja, aber ach ja, Spieler, man kann doch bestimmt suchen. 2 on 2. Nee, warte mal, das geht doch noch. Warte mal, es gab doch eine Ladder. Die Ladder gibt es doch wohl immer noch. Natürlich, warte mal. Ich muss nur mein Gehirn wieder mal einschalten. Das kann jetzt mal so eine Sekunde dauern. Ich bin im Browser gelandet. Lass die Zeit, ich brauche auch noch ein bisschen Spiele. Ja, ansonsten spielen wir One-on-One, glaube ich. Bevor wir da, ich glaube, Honor, du hast auch mehr Lust auf One-on-One, oder? Ja, ich habe aber 2 und 2, ich habe es geregelt. Echt jetzt? Ich weiß jetzt wieder, wie es geht. Es hat ein bisschen gedauert. Denn ich kann die Map öffnen, ich kann meine Rasse auswählen, 2 gegen 2 ausgewählt. Die Maps, die ich nicht mag, könnte ich ausstellen, aber ist jetzt erstmal egal. Ja. So, und dann habe ich das Spiel. Ah nein, stopp. Das war noch nicht ganz ideal. Er muss ihn erst einladen. Ich muss ihn ja noch irgendwie einladen. Und dafür müsste er erst in ein Chat. Arrangiertes Team. Ich bin im Chat. Ja. Ah, arrangiertes Team. Ja. Und dann bräuchte ich möglich. Ey, das ist alles so ewig her. Teamgefährten. Ja, da brauchst du ihn erst auf der Freundesliste oder du musst mit ihm in einem Chat sein. Geh mal in den Channel, Buddy. Freunde hinzufügen. Take einfach, ne? Ja, genau. Ich hab dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ah, okay. Freunde. Das ist alles lustig, ey. Nee, warte mal. Warum sehe ich denn noch nichts? Einfach nur Take oder nicht, ne? Ja, Take. Es gibt keine Anfrage. Man kann einfach jeden adden. Komm mal in den Channel Booty. Ja, Channel was? Einfach Booty. Wie komme ich denn in deinen Channel nochmal? Links steht Channel. Ja, ach so, da hab ich. Da klickst du drauf und dann Freunde. Ist das geil. Dann würde ich dich jetzt nämlich auch annehmen. Da sehe ich dich. So, wer ist? Zu Freunden hinzufügen. Zack, jetzt bist du mein Freund. Ja. Und Freund hochstufen. Wer ist? So, jetzt. Dann gehe ich nämlich auf arrangiertes Team. Ja. Wir gucken mal, ob es klappt, ey. Und da sehe ich dich. Einladen. Zack, ich habe dich eingeladen. Du müsstest jetzt eigentlich so eine Freundschaft. Ja. Hab ich. Alter, zack. Wenn da noch jemand spielt. Ja, jetzt sucht das System ja für uns automatisch. Das ist ja das Schöne. Da bin ich echt gespannt, Mann. Gucken wir mal, ob wir noch jemanden finden. Durchschnittlich 40 Sekunden nur. Wir sind ja absolute Noobs, weil wir. Willst du eine Rasse auswählen? Frage ich nochmal kurz. Ja, gerne. Okay, jetzt. Wenn ich jetzt anders spiele, dann wird es noch schlimmer, glaube ich. Also, ich meine, wir sind ja auf dem niedrigsten Level. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt so wie wir nochmal Bock hat, nochmal zu spielen, wird er gegen uns wahrscheinlich reingestuft. Ja. Wir gucken mal. Wir schauen mal wirklich, ob das tatsächlich. Wir warten jetzt mal eine Minute und dann aber gucken wir mal. Da habe ich auch wieder eine gute Geschichte. Ich weiß noch, wenn du auf dem höchsten Level 1 gegen 1 gespielt hast und in den Top 20 der Ladder warst, da hast du teilweise. Abends, spät abends, eine Viertelstunde, 20 Minuten gesucht und keinen gefunden. So krass war das? Weil das System war das Matchmaking-System so. Genau, so weil wenn du ganz oben warst, die haben halt gesagt, das System hat es ja 1-2 Mal geändert, aber 6 Level unter dir, 6 Level über dir gab's, war mal 1 der Systeme. Genau. Und das, wenn du halt Level, weiß ich nicht was warst, ich sage jetzt mal 40, und es gab nur insgesamt 50 Leute, die in deiner Range waren, weil über dir war ja dann nichts mehr. Dann müssten die natürlich irgendwie auch online gewesen sein. Ne? Und dann hast du immer gegen die gleichen gespielt. Das waren dann immer die anderen Top-Leute. Ne? Ja. Das waren dann meistens nicht mehr als 20 Leute oder so. Und dann hast du am späten Abend immer den gleichen Gegner. Auch da gab es nochmal eine Regel, du durftest den irgendwie nicht sofort wieder kriegen. Bist du im gleichen Kanal wie ihn, kriegst du den auch nicht. Ganz so kleine, also so Sachen waren da noch. Aber
Wenn du im gleichen Kanal warst, hast du nicht bekommen? Soweit ich weiß, wenn du in einem Team-Clan, also in einem Clan-Channel warst, dann hast du, und beide waren im gleichen Channel, dann konntest du nicht den Gegner kriegen, den, ich glaube, so war es, den, den du, mit dem du im gleichen Channel bist. Das ist echt verrückt, ey. Das, also ja. ich find's lustig halt so, das ist ja klar. Weil dann, genau diese Leute triffst du dann ja wahrscheinlich auf den Turnieren halt wieder, ja, ne? Genau. Was war denn die weiteste Reise, die du mal durch Warcraft mitgemacht hast? Lass mich mal überlegen. China wahrscheinlich irgendwo, ne? Oder? Bist du hier rübergeflogen? Ja, ich habe mich ja einmal für China qualifiziert, da bin ich ja leider nicht geflogen, ja, weil ich da schon arbeitstechnisch verhindert war. Das war die Aiken-Nummer, ne? Genau. Okay. Wie hieß das? Code 5? Foxconn war das, ne? Foxconn war Code, glaube ich, Code 5. Da kann ich mich Das erinnern. War nämlich definitiv in China. Ja. Da habe ich mich in Italien, in Bozen, wenn man das Italien nennen darf, qualifiziert. Sonst, klar, quer durch Europa, also alles, was irgendwie anliegend ist, hatte man gerne mal besucht. Frankreich kam öfter mal vor. In Deutschland ist man ja irgendwie super oft gewesen. Also wirklich von Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Bremen, Köln, Oberhausen, diese ganzen Städte, da gab es ja immer diese Intel Friday Night Games. Ja, ja. Die jetzt im fucking Madison Square Garden stattfinden. Oder Wahnsinn, oder? Hammerhart, die ESL One, also leicht halt dann das internationale Gerüst dafür sozusagen. Und dann Fußballstadion in Frankfurt oder, wie du schon sagst, Madison Square Garden, das ist ja natürlich. Das ist so krass. Es ist schon verrückt, ne? Oder generell irgendwie, wie viele Leute waren bei dem League of Legends Finals? 40.000 Leute im Stadion, glaube ich. Mhm. Und wie viele Leute auch noch? Vor 7 Jahren, also klar, da gab es schon die ESWC, es gab schon die World Cyber Games, die es jetzt nicht mehr gibt halt, ne? Ja. Also wie gesagt, das ist eigentlich schon absurd, weil wenn man halt aus dem E-Sport kommt, dann ist das eigentlich alles. Alter, wir haben ein Spiel! Und die, Niklas, los geht's! Drei Level höher als wir. Diesen Ork Night Elf. Und ich weiß noch aus alten Zeiten, Ork Night Elf war früher immer richtig gut. So wie Night Elf und Undead. Mensch ist auf jeden Fall nicht ideal. Alles klar. Niklas übernimmt und wir vielleicht könnt ihr uns leiser ziehen, weil wir müssen uns besprechen, richtig? Ja, so sieht's aus. Niklas, hilf uns. Alles klar, also wir haben hier ein 2-2 in der Ladder im alten Battle.net 1-0, Warcraft 3, Echtzeitstrategie. So viel Spaß hatte ich noch nie. Taker, wir wollen dich dauern sehen. Du geile Sau. Jetzt geht's los. Human gegen, was waren die? Night Elf. Also es gibt drei Rassen in Warcraft 3, genauso wie in Starcraft, aber wir befinden uns im Warcraft-Universum, eben im selben wie in World of Warcraft, was der jüngeren Generation hier auf jeden Fall ein Begriff sein sollte. Aber damals, als wir noch jung waren, da war Warcraft eigentlich mal ein Echtzeit-Strategiespiel. Drei Teile gab es. Vielleicht wird es auch mal ein viertes geben. Wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall sehen wir hier der gute Dennis Gehen, a.k.a. Take, ist hier auf jeden Fall gut unterwegs. Mit dem Altar und der Barracks. Ach, doof. Und er wird hier auch dann direkt mit einem Archmage eröffnen. Genauso wie Budi es auch tun sollte. Archmage, Double Archmage. Blizzard Harassment will ich hier sehen. Also beide direkt rüberlaufen und mit Blizzard die Economy Line des Gegners nuken. Das wäre hier mein Vorschlag. Ja, Warcraft 3 im Gegensatz zu Starcraft ist das heldenbasiert. Das bedeutet, man kann Helden bauen, sogar mehrere. Man kann insgesamt drei Stück haben über den Verlauf des Spiels und jeder Held hat seine eigenen Fähigkeiten und kann Erfahrungspunkte sammeln und die bekommt dieser, wenn er entweder neutrale Creeps oder eben gegnerische Einheiten tötet. Neutrale Creeps sehen wir unten links auf der Minimap. Dort sind überall Punkte eingezeichnet. Grüne, orange und rote. Und ja, grün bedeutet, es ist ein sehr leichtes, neutrales Camp. Orange ist eher ein mittleres und rot, das sind dann die richtig knackigen. Und interessanterweise gibt es auch Items. Also eigentlich kann man sich das vorstellen, wie jetzt ein Spieler der neuen Generation vielleicht sagen würde, Warcraft ist eine Mischung aus Starcraft und ja, Dota oder League of Legends. Man hat quasi Helden und Einheiten. Man kann man läuft mit seinen Helden über die Map, levelt sie, hat eigene Items, Fähigkeiten und baut dazu, wie in StarCraft, eben noch kleine Einheiten, die diese Helden unterstützen. Allgemein kommt es in Warcraft 3 vor allen Dingen aufs Micromanagement an. Also das Makro, das Bauen der Einheiten ist hier nicht ganz so wichtig wie in StarCraft. Es geht eher um die Kämpfe mit den gegnerischen Einheiten
und vor allen Dingen um die Helden. Es geht darum, die gegnerischen Helden schnellstmöglich von der Karte zu nehmen. Diese kann man übrigens nachbauen. Das kostet Geld und kostet das Geld, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Bauzeit im Altar kann man sie ja nachbauen. Und einen zweiten Helden kann man übrigens erst bauen, wenn man sein Hauptgebäude ausgebaut hat. Wie Budi es hier bereits getan hat, hat sein Rathaus zu einem, ich glaube, Schloss ausgebaut. Und die beiden legen hier los, haben hier nicht auf mich gehört und haben nicht Blizzard geskillt, sondern diese Wasserelementargeister, die man dann eben für Mana spawnen kann, die einem helfen, die neutralen Creep-Camps auf der Map zu farmen, sagt man. Also um Experience Points zu generieren, damit die Helden stärker werden. Und ja, um die Helden dreht sich alles. Beide haben einen Archmage. Ja. Gegnerperspektive nicht haben. Hast du es schon erklärt? Ich denke schon, ja. Also okay. Wir spielen ja ein 2-on-2 in der Ladder. Das bedeutet, die Gegner sind hier, wir wissen nicht, wer da spielt. Und da ist gerade irgendwas Grünes in der Base von Take. Was ist da los? Es war vermutlich ein Blademaster, könnte ich mir vorstellen. Ja, da ist er. Der gute alte Blademaster in der Economy Line von Take. Die Peasants werden angegangen. Ah, das heißt, wenig Gold hier. Er hat, glaube ich, auch schon ein paar bekommen. Und ja, der Blade Master, der kann sich unsichtbar machen. Kostet aber auch Mana. Da ist er wieder weg. Das kann er nicht unendlich lange machen. Ist ja so ein bisschen eine Harassment-Strategie. Möchte immer mal wieder den Gegner davon abhalten, also Dennis und Budi jetzt neutrale Creeps zu farmen und immer mal wieder so einen Peasant daraus nehmen, die eben sowohl Gold als auch Holz absammeln. Gold aus der Mine, Holz natürlich von den Bäumen. Beides braucht man, um Einheiten und Gebäude zu bauen. Ja, wir sehen hier gerade, da wurde die Maus schon über den zweiten Helden gehalten und jetzt kann er gebaut werden. Dennis mit seinem zweiten Helden unterwegs. Sollte übrigens nicht beide die Mana-Aura skillen, die braucht nur einer. Als kleiner Tipp. Das heißt, einer von euch kann Blizzard als zweite Fähigkeit skillen. Sag du doch mal was, ich habe doch keine Ahnung. Ja, denn einer hat doch schon die Mana-Aura, also Dennis, glaube ich. Und Budi, du machst als zweite Fähigkeit. Bei Level 2 habe ich sie dann. Dann müsst ihr euch doch absprechen, ihr seid doch hier die 2-on-2-Spieler. So, lass uns weiter zum nächsten Spot hier. So, also wir haben den Ork schon einmal gesehen, der war noch Level 1 auf seinem Blade Master. Die Gegner haben also auch noch nicht so viele neutrale Creep-Camps gefarmt. Das dauert ein bisschen länger, bis man im Level aufsteigt. Ich glaube, das Maximum-Level ist übrigens 10, wenn ich mich nicht irre. Ja. Level 10, das bedeutet, man kann jede Fähigkeit dreimal hochskillen und hat dann noch einen Punkt in Stats, glaube ich. Ohne mich hier weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. So, beide Spieler hier, Dennis und Budi, sind hier überwiegend mit den Footmen unterwegs. Auf Deutsch heißen sie, glaube ich, einfach Soldaten. Bei Dennis haben wir aber auch gerade schon die nächsten Gebäude gesehen, mit denen erweiterte Einheiten produziert werden können, nämlich Priester. Priester können einfach heilen. Die stellt man einfach neben seine Arme hin und heilen sie automatisch hoch. Und Sorks. Sorks sind Zaubereinheiten, welche die gegnerischen Einheiten verlangsamen können. Beides sehr interessante Spielmechaniken. Die bekommen später noch andere Fähigkeiten. Aber das sind so die beiden wichtigsten. Und da sehen wir es, das sind die beiden Gebäude, Arkane Sancten oder Sancten oder nicht. Oder ein Arkanes Sanctum. Dort werden diese zusätzlichen Einheiten produziert. Ja, ein bisschen ärgerlich wäre das, wenn jetzt die Gegner übrigens Lufteinheiten bauen würden. Denn theoretisch könnte der Ork jetzt schon mit diesen, wie heißen sie noch? Heißen die Vipern? Weivern. Hier ist übrigens Alternate, gar nichts. Action G Socke neben mir. Der ist gerade neu dazugekommen. Der nickt immer mit dem Kopf, wenn ich eine Frage habe. Oder schüttelt ihn. Ja, da sehen wir es. Die Aura ist geskillt bei Dennis. Und der Inventar unten, das sind übrigens die Items, die dann ein Held noch halten kann. Also jeder Held kann 6 Items in seinem Inventar haben. Wichtigstes Item eigentlich das Town Portal. Wer sich mit StarCraft ein bisschen auskennt, da gibt es Protoss und ein Mothership und man kann sich immer zurück zu seinem Hauptgebäude teleportieren. Das kann man in Warcraft 3 mit dem Town Portal. Und
Da geht's los. Da sind beide, der Ork und der Night Elf. Wir sehen hier eine Menge Archer und die anderen Einheiten, dessen Namen ich vergessen habe. Der Ork hat aber nicht so viele Einheiten. Mountain King auf den Demon Hunter, der hier mit dem Feuerbrand mittendrin steht, geht aber down. Und ja, wir haben noch den Blade Master, der hier gefokust werden sollte von beiden Mountain Kings. Die erste Stalk ist angekommen. Ist aber noch auf Move Command, keines los hier, jetzt geht's los und es sieht noch knapp aus. Der Blade Master hat sich hier eine Illusion ins Leben gerufen, ist gerade nicht klar, welcher der echte ist. Aber so nach und nach sind alle Footmen down. Jetzt vielleicht darüber nachdenken, doch das TP zu zünden auf den Archmages. Ja, TP, 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 Doppelklick. Ja, da. Hast du automatisch auf deinen Archmage, ist aber schon leider gestorben. Also Fight verloren hier. Zieh dich zurück, das, was du noch hast. Das war nicht gut. Unfassbarerweise können die Gegner hier tatsächlich etwas. Aber Dennis, ich setze meine komplette Hoffnung in Take. Dennis gehen, du geile Sau, hat viele Sorks da, sollte noch ein paar Priester adden, damit er seine Army auch während des Kampfes hochheilen kann und eventuell hier eine Möglichkeit, wie heißen diese Nachtelf-Einheiten da noch? Nein, die Nachtelfen-Einheiten, nicht Archer, sondern die anderen. Huntress, genau. Gegen Huntress übrigens sehr gut Scharfschützen, diese mit dem Gewehr, sollte man vielleicht auch drüber nachdenken und ja, aber wir sehen hier, die Basis von Booty wird gerade eingerannt. Der Blade Master ist schon Level 4, der wird also richtig stark. Auf Level 6 bekommt man übrigens noch einen ultimativen Spell. Das ist beim Blade Master ein Whirlwind und der geht richtig, richtig ab. Wenn er das erreicht, dann würde ich sagen Feierabend. Aber jetzt nochmal die Chance. Dennis ist hier am Start mit dem Mountain King. Versucht hier den Blade Master runterzunücken, aber da kommt wieder der Demon Hunter vom Nachtelfen und der hat hier den Feuerbrand an und der Feuerbrand, der macht Schaden um alle Einheiten um ihn rum. Was hier schlecht ist denn gerade, Dennis hat hier ein paar von seinen Peasants in Milizen verwandelt, die sind hier mit im Kampf. Oh, ist das überhaupt der Echte? Das ist gar nicht der Echte. Da ist der Echte. Der steht hier am Mountain King. Der Mountain King ist hier auf Low AP, hat noch ein Stormbolt. Jetzt geht er, ich weiß es nicht, down. Der Level 4 Blade Master ist down. Dennis hier muss hier um seinen Mountain King kämpfen. Und der Archmage wird angegangen. 360 HP. 300 HP. Aber der Demon Hunter muss hier das DP zücken. Und das heißt, die beiden stehen hier noch im Spiel. Ja, das war einfach mal eine saustarke Defense-Arbeit hier von Dennis. Huh. Ja, Action geladen. Was jetzt interessant wäre, zu wissen, ob die Gegner eigentlich schon expandiert haben. Das ist in Warcraft 3 nicht ganz so wichtig wie in Starcraft, sich eben eine zweite Basis mit Goldeinkommen zu sichern. Wie gesagt, es ist hier eher micro-orientiert. Das bedeutet, die Kämpfe sind wichtig und man kann eben mit wenig Einheiten sehr viel rausholen. Anders als in StarCraft, wo man eben ganz viele Einheiten baut und die größtenteils dann reinschickt und schnell wieder nachproduziert und nicht ganz so sehr aufs Micro achtet. So, Dennis steht hier gerade an seinem eigenen Shop, das Arcana Gewölbe, und kauft sich hier ein paar Items, größtenteils Heiltränke. Mit den Heiltränken kann man eben klicken und dann füllt sich das Leben des Helden wieder auf, hat aber auch ein bisschen Cooldown. Und wir sehen hier eine Menge Sorks, das sind die Zauberinnen dort. Und die können, wie gesagt, die gegnerischen Einheiten slowen, machen sie also sehr, sehr langsam und bewegungsunfähig fast. Wenn man sie upgradet, dann haben sie übrigens nachher noch eine Fähigkeit, dann kann man gegnerische Einheiten und auch Helden in Schafe verwandeln, kurzzeitig. Was hier nochmal eine Option wäre. So, Goldminen sind übrigens, wie in StarCraft Mineralien, irgendwann ausgemeint. Das dauert aber sehr, sehr lange. Man kann immer mal über seine Goldmine halten und man sieht jetzt, da hat man gerade gesehen, in einer neuen werden 12.500 neue Goldressourcen. Wenn man über seine eigene hält, dann sieht man, dass, wie viel da eben noch drin ist und kann dann irgendwann darüber nachdenken, eine neue Basis zu nehmen.
So, auch Budi ist hier mittlerweile mit den ersten Zauberinnen, also Sorks, unterwegs. Und einer der beiden sollte übrigens tatsächlich überlegen, auf Scharfschützen zu gehen. Und der andere sollte Spellbreaker dazu enden. Und ich würde sagen, Budi, du musst diese Scharfschützen bauen. Mit einer Schmiede. Genau. Bau direkt eine zweite Barracks dazu, dann kannst du zwei gleichzeitig bauen. So, und gar nicht so. Gar keine Einheiten aus dem Arcanen Sanctum bauen, das macht Dennis, ja. Ihr seid der Double Human. So, und du baust die Damage Dealer und Dennis baut die Caster. So, und hier wird expandiert. Da sehen wir es. Ein neues Rathaus wird gebaut. Das dauert übrigens sehr, sehr lange. Aber mit Human, die einzige Rasse übrigens in Warcraft 3, kann man den Bau von Gebäuden beschleunigen, indem man mehrere Arbeiter an ein Gebäude bauen lässt. Und dann macht das auch direkt. Erinnert sich wieder, der Dennis gehen, schickt direkt zwei Peasants hin und wird hier das Rathaus in Windeseile errichten. Kostet aber ein paar mehr Ressourcen dann, wenn eben mehrere Worker an einem Gebäude zugange sind. Aber ist eben sehr schnell da und das lohnt sich in der Regel gerade beim Rathaus, also wenn man expandiert. Vorhin schon angesprochen, in Warcraft 3 kann man in einer Kontrollgruppe maximal 12 Einheiten haben. Das bedeutet, man musste in Warcraft 3, umso länger das Spiel wurde, ewig viele Kontrollgruppen benutzen. Kontrollgruppe eben, wenn man Steuerung 1 oder Steuerung 2 drückt. In StarCraft kann man alle Einheiten in einer Steuerungsgruppe haben. In Warcraft 3 musstest du halt immer mit 1 angreifen, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Irgendwann hattest du halt deine kompletten Zahlen voll. So, die beiden sind hier auf der gegnerischen Map-Hälfte unterwegs. Creep-Camps, die spawnen übrigens nicht nach. Wenn man sie einmal getötet hat, dann bleiben sie weg. Das heißt, man kämpft eigentlich so schnell wie möglich darum, alle Creep-Camps sich zu sichern. Denn umso mehr Erfahrung man für seine Helden generiert, umso besser. Da geht's los. Ein paar Grunts sind hier da vom Ork-Spieler, mehr aber anscheinend nicht. Der Night Elf ist gerade nicht da. Ah, da hinten stehen noch ein paar Headhunter. Aber hier, wir sehen's, der Level 4 Blade Master. Er wurde gerade noch mal hochgeheilt vom Shadowhunter, der dahinter steht. Jetzt noch mal die Illusions. Welcher ist der echte Blade Master? Kommt hier noch mal ein Stormbolt. Da geht's rauf. Blade Master ist down. Und jetzt kommt erst der Night Elf Spieler an. Der hat hier eine Priestess of the Moon hinten, die den ganzen Einheiten noch mal eine gute Aura gibt. Also mehr Schaden machen oder was weiß ich. Irgendwas Gutes. So, aber wir sehen, viele Spellbreaker sind dabei. Viele Caster auf der Seite von unseren beiden Human-Spielern. Der Demon Hunter soll als nächstes sterben. Der Archmage von Budi, der haut hier richtig rein mit dem Blizzard von hinten. Trifft hier alle gegnerischen Einheiten, macht hier einen verdammt guten Job. What a play von Budi. Und ja, die Helden sterben nach und nach, aber müssen hier selber aufpassen. Der Archmage von Dennis scheint im Bedrängnis zu sein, wird hier gerade zurückgezogen. Ja, aber solange die Helden leben, ist alles gut. Die Caster sind jetzt zwar nach und nach tot, aber es geht darum, die Helden so lange wie möglich am Leben zu halten. Und die Priestess of the Moon geht auch down. Dann sehen wir wieder ein Level Up für den Mountain King. Der ist bereits Level 4. Sehr, sehr stark hier von unseren beiden Human-Spielern. Nur noch ein Held auf dem Feld von den Gegnern, nämlich der Shadowhunter. Shadowhunter, glaube ich, irgendwas. Da hinten ist er, Level 3, hat hier nochmal so ein Schlangenwort aufs Feld gesetzt, aber der Blizzard, der haut hier rein in die Headhunter, in die Archer vom Gegner, saustark. Oh, und der Mountain King ist gerade down gegangen, leider nicht gesaved, aber der letzte Held vom Gegner geht auch down, das heißt drei Helden gegen null, unendlich viel Erfahrung hier generiert. Wir sehen es, alle Helden hier, mindestens Level 4 von unseren beiden Spielern, und ja, jetzt kümmert sich Budi hier gerade wie ein bisschen ums Makro. Sorgt hier also dafür, dass Scharfschützen nachgebaut werden. Bisschen Makro muss sein. Oh, und das war ein Window-Fail. Wie gesagt, wir müssen, um das Bild hier abgreifen zu können, müssen wir eben im Window-Modus spielen. Und ja, das ist halt immer so bei alten Spielen ein bisschen kompliziert, um das zu capturen. Ja, Expansion läuft hier, wir sehen es, Dennis hat eine zweite Base, hat auch 500, 600 Gold gerade und massig Holz auf der hohen Kante, kann hier also produzieren und produzieren und produzieren, nimmt hier auch sogar noch das dritte Arcane Sanctum mit und geht hier voll auf Caster.
Ja, man kann übrigens keine Attack- und Defense-Upgrades für die Caster erforschen, sondern nur für die Einheiten aus der Barracks oder später für Flugeinheiten. Aber man kann eben die Fähigkeiten der Caster erforschen. Und Dennis, erforscht doch mal das zweite Upgrade für die Sorgs. Dann kannst du gegnerische Einheiten zu Schafen machen. Das wollen wir heute noch mal sehen. Schloss, also T3, ne? Brauchst du. Ja, mach doch mal T3, komm. Was braucht man denn dafür noch? Ja, aber ihr seid gut vorne, also eure Helden, allererste Sahne. Guck mal, eure Archmages sind fast Level 5. Und vielleicht sehen wir heute noch einen Level 6 Mountain King. Denn wenn der Level 6 ist, dann macht er seinen, ich glaube, Avatar heißt es, an. Und dann nuket er einfach alles um. Ist immun gegen Magie, wenn ich mich nicht irre. Und macht ultimativ viel Schaden. Ein Archmage, also die ersten Helden, die auf dem Feld, auf dem Pferd reiten, die haben auch eine ultimative Fähigkeit. Die ist aber nicht wirklich kampforientiert, sondern, wie sagt man, ja, praxisorientiert. Weiß nicht. Man kann sich um die Map teleportieren. Ich glaube auch zu befreundeten Einheiten, also nicht nur zu Gebäuden wie mit dem Town Portal. So, hier kam die Ansage von Dennis, da soll nochmal gecreept werden. Level 5 hier möglicherweise gesichert werden auf den Archmages. Und wir sehen, dass hier eine mächtige Army von Castern auf der Seite von Dennis gehen. Und ja, sind da noch Creeps? Ja, ein paar sind da noch. Da sehen wir, da ist so ein dicker Troll und ein paar kleinere Trolle und ein paar Wölfe. Die nehmen wir alle mit. Mal sehen, ob der Archmage hier noch ein Level bekommt. Ich glaube, das ist sehr, sehr knapp. Ich will es sehen. Zeig mir den Archmage. Ah, nee, der Erforscher lieber noch mal so ein Upgrade. Ich glaube, das bringt auf den Türmen, dass man unsichtbare Einheiten sehen kann. Und da ist das Level Up, heißt Level 5, heißt Level 3 Water Element. Und da sehen wir, die blauen Genossen, die dabei sind, die sind schon viel größer geworden. Die halten viel mehr aus, sind viel länger am Leben und teilnehmen auch mehr aus. So, und jetzt soll es hier in den Angriff übergehen. Vielleicht hier, oh, da geht's zur Sache. Da ist der Gegner, Kampf fängt an und wir sehen die ersten Schamanen beim Gegner mit dabei, die die einzelnen Einheiten verstärken. Aber hier wird schön gedispelt von den Priests. Man kann die Fähigkeiten nämlich gleich wieder negieren mit den Priestern. Und ah, das ist aber eine ansehnliche Armee. Wir sehen da auch Dryaden vom Dingenshagen, Night Elf. Und das sieht hier gar nicht so gut aus, zumindest auf dieser Seite. Aber von hier, da ballern die Scharfschützen ganz gut rein. Aber wir sehen, die gehen nach und nach down, sind hier in der ersten Reihe. Sollten sie eigentlich nicht sein, sollten sich eigentlich immer hinter den anderen Einheiten befinden. Aber wir sehen, der Blizzard von Bui, der macht hier ordentlich Schaden. Ist eine sehr, sehr knappe Angelegenheit. Aber ich denke, diesmal wird es nicht ganz so gut für unsere beiden Human-Spieler ausgehen. Auch wenn die Priestess of the Moon hier gerade gestorben ist. Der Mountain King von Bui geht hier down. Dennis auf der oberen Flanke ist er unterwegs, er hat noch Einheiten und nuke hier den Shadow Demon nieder. Jetzt noch der Demon Hunter auf der Map, hat er seinen Feuerbrand weiterhin an. Und da ist wieder ein Window Fail. Da geht's weiter. Blizzard wieder von, oh, der trifft hier alles. Die Dryaden, die da mit drin sind, sind Magie-immun. Aber jetzt der Demon Hunter, letzte Hero geht down. Was ein Spiel hier von Dennis Gehlen. Der zeigt hier, warum er mal früher der beste Warcraft 3 Pro-Gamer der Welt war. So, und das ist die richtige, da sehen wir es, Massenteleportation, das Ultimate vom Archmage, kann seine komplette Army um die Map herum teleportieren, so oft wie er möchte, solange er Mana hat. Und ja, auch das Makro, das läuft einfach, da sehen wir, der erfahrene Mann, der weiß genau, wie man es macht. Jetzt geht's hier in die Orc Base, da sehen wir die Produktionsgebäude. Wir haben hier noch ein paar defensive Türme. Türme übrigens sehr, 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 sehr stark in Warcraft 3. Es gab viele Spieler, die haben eigentlich nichts anderes gemacht, außer als Ork zu Tower rushen im One-on-One, so als Standard-Opener. Das bedeutet direkt mit Worker rüberlaufen und Tower in die gegnerische Base bauen. Aber wir sehen es, die Tower, die halten hier nicht mehr stand. Das ist einfach zu viel. Oh, die Water-Elemente, seht euch an, wie groß die sind, die Kollegen hier. Level 5 Water-Elemente, die saugen hier einfach alles auf an Schaden und teilen aus wie Hölle. Budi, der belebt hier gerade seinen Mountain King nochmal wieder. Ja, und das läuft richtig gut. Beide jetzt eine Expansion am Start. Und die Orc Base ist hier, wird hier im Chaos gemacht. Der Altar geht down. Auch wenn da nochmal ein Tower rauskommt, hier die ultimative Einheit, der Orc. Keine Heroes mehr auf dem Feld für den Orc. Wenn mal jemand den Altar da ja, kicken würde. So,
Ohne Altar kann man keine Heroes wiederbeleben, das heißt keine Heroes mehr für den Ork. Und ja, das sollte hier gegessen sein. Ich weiß nicht, warum die Gegner das jetzt noch hinauszögern. Die wollen es vielleicht noch nicht wahrhaben, dass sie hier tatsächlich verloren haben. Haben hier wahrscheinlich monatelang sich auf dieses Match vorbereitet. Und der Mountain King, der geht gleich nochmal Level 6. Ja, komm, hol dir Level 6. Wir wollen nochmal, da ist er Level 6. Wir wollen nochmal hier den Avatar sehen. Da sehen wir es. Der Mountain King. In groß als Titan hier. Ja, im Fight würde er jetzt nochmal viel bringen, aber jetzt hier nochmal eher der Showcase-Effekt. Der gute Mann. Haben wir alles gesehen hier. Komplette Human. Ja, eigentlich haben wir alles gesehen. Außer vielleicht Ritter hätte man noch sehen können. Das ist so die beste Bodeneinheit der Humans. Und es gibt noch Lufteinheiten. Dort gibt es vor allem die Greifen, Griffins. Aber die sind eben sehr, sehr teuer und es dauert lange, bis man hinkommt. Hier ist nochmal ein Taure, der eben in diesem Tauren-Totem-Gebäude gebaut werden kann. Und ja, Dennis ist gerade unterwegs. Guckt sich mal die Night Elf Base an. Ist da überhaupt noch was? Night Elf Gebäude können übrigens angreifen, wenn man direkt daneben steht, wie wir hier sehen. Eine sehr interessante Mechanik, vor allem fürs Early Game. Kann man als Night Elf Gebäude dazu nutzen, um Creep Camps zu farmen? Und sich so einen Erfahrungsvorteil für seine Helden zu sichern. So, und ja, ich weiß nicht, ob der Knight dafür überhaupt noch was hat. Nein, ich glaube, die weinen gerade, dass sie verloren haben und wollen es eben noch nicht warm. Hier, guck mal, da ist nur noch eine Priestess of the Moon. Wir sehen an den Brunnen, die da sind, kann man seine Einheiten noch hochheilen, aber die sind halt irgendwann leer. Man muss halt immer auf die Brunnen rechts klicken und wir sehen, das blaue Wasser verschwindet. Da kann er nicht mehr geheilt werden. Dann zwar noch zwei defensive Türme, die hier mit Steinen um sich schmeißen, aber das ist nicht genug. Wir haben hier eigentlich alles, was das Human Herz begehrt. Massive Sorks, ein paar Priester und zwei Level 6 Helden. Und ja, ich will euch nicht loben, aber das habt ihr echt gut gemacht. Und da geht der Erste raus. GG! What a match. Alles Schwede, ey. Boah. Ein bisschen hat Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Vielen Dank, dass du mir den Arsch gerettet hast, Mann. Ach, ja, dafür sind wir ein Team. Oh. Niklas, vielen Dank für das Casten. Ich glaube, ja, das war sehr... Gerne. War das anstrengend für dich? Nein, ich oder Dennis? Ja, du jetzt, ja. Nee, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, lass uns doch mal wieder ein Warcraft 3 Turnier machen. Ja, eigentlich oder? Ziemlich geil, wobei natürlich, Da spielen nur die ganzen Alten, da gucken dann nur drei Leute zu, so weißt du, die ganzen Nostalgiker. aber sehr cool. Wir sind direkt auf Level 4 aufgestiegen. Echt jetzt? Ja, direkt sehr gut. 100% Siegesquote. Ich würde sagen, das war's jetzt für unsere Karriere. Ich wollte gerade sagen, ja, da hast du deine 100. Ja, die 100% sind mir sicher. Sehr gut. Ja, Niklas, dir schon mal vielen, vielen Dank für das sehr professionelle Casten. Ich habe es im Hintergrund gehört und habe versucht, mir Informationen rauszuziehen über die Spielweise von dir. Hat nicht so viel gebracht. Aber bockt, würde ich sagen, an der Stelle. Aber richtig. Ja, also ich finde es auch lustig, dass wir tatsächlich wir sind ins Battle.net gegangen und wir haben halt ein Match gehabt und es war intens, hat Spaß gemacht. Ja, ne? Also super, ich war voll drin, ich wollte nicht verlieren und ich fand auch, das Spiel war relativ knapp. Also ich hatte das Gefühl, oh, hier verlieren wir zwischenzeitlich und dann habe ich gesehen, okay, wir könnten vielleicht noch ein bisschen was reißen und dann der nächste Kampf lief ja dann gar nicht so schlecht. Und irgendwann hatten wir uns auch so ein bisschen gefunden. Wir wussten so ganz halbwegs, wer was macht. Und ich nicht, du wusstest das. Du hast ja für mich. Ja, ich habe einfach nur geklickt, ey. Ja, nee, aber das hat schon. Nö, ich fand, das war schon ganz okay. Bockt. Also. Bockt. Und man sieht auch, wie einfach es ist, noch zu spielen. Also, man konnte, wenn jetzt jemand einfach mal Bock hat, wieder eine Runde Warcraft 3 zu spielen. Wir haben ja jetzt nicht lange gebraucht. Wir mussten noch mal überlegen, wie man das überhaupt hinkriegt. Aber als wir wussten, wie es funktioniert. Geil. War schnell erledigt. Super geil. Ey, Dennis, vielen, vielen Dank. Wir werden dich logischerweise noch sehr viel häufiger sehen, auf jeden Fall. Dann vielleicht auch nochmal hier die Information. Homestory Cup 10 findet statt am 13. bis zum 16. November in Krefeld. Geht da hin. Das wird, glaube ich, sehr lustig. So, das gibt eigentlich keine Frage. Geht da einfach hin. Mehr Infos eben auf homestorycup.net. Das ist die Seite. Homestorycup.net, genau. Und man sieht auch die krassesten StarCraft-Einzelgänge, möchte man vielleicht auch mal so sagen. Jay Dong und Flash.
sind, glaube ich, die bekanntesten StarCraft-Einspieler, die es gibt, die aus Korea kommen. Die werden vor Ort sein, die haben wir eingeladen. Und Warcraft 3 mit dir spielen, oder was? Ja, ich glaube, auch wenn die vielleicht nie Warcraft 3 gespielt haben sollen, werden sie mich trotzdem wahrscheinlich vernichten. Das ist, glaube ich, für mein Ego nicht gut genug. Aber ja, da sind einfach super krasse Leute auch vor Ort, die man, glaube ich, nicht so oft im Leben treffen kann, wenn man ein wirklicher Fan von der StarCraft oder Warcraft 3-Welt ist. Ah, super gut, ey. Dennis, ich danke dir wirklich sehr für diese Session. Mir hat super Spaß gemacht. Alter Schwede, ey. Das, fuck, das hat echt Spaß gemacht. Ja, ja. Super gut, ey. Ja. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Niklas, danke für die Stimme aus dem Off. Bonjour.de, genau. Niklas geht auf Bonjour.de. Wenn ihr professionell spielen lernen wollt, jetzt nicht mit Warcraft 3, aber mit StarCraft 2, dann geht auf Bonjour.de. Mehr E-Sport für euch da draußen, für uns alle, denn das macht am meisten Spaß, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Oh, Dota. Ach so, Dota und League of Legends auch. Ja, nur weil du... Niklas, guter Mann. Auf Wiedersehen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis später.